Hi Leute und willkommen hier zum Finale der Trial Challenge gegen den guten Nico, Leute. Wir haben es geschafft, wir sind hochgeklettert, haben Rot und Blau besiegt, seine ganzen Schergen haben wir besiegt, die Doppelkämpfe haben wir alle gemeistert und nun sind wir gegen Nico, sein Team, was er nicht gespoilert hat, und battlen gegen den Boy. Ich bin gespannt, unser Team seht ihr im Rahmen und das ist Nico, sein Team und ho. Yo, der Boy hat ein Machado dabei. Junge, lecko mio, Alter. Demeteros T. Lamus. Mega Voltenso. Und was zum Einpaddeln. Und natürlich Zoroark. Nice. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Okay. Okay. Wie gehen wir davor? Ich denke mal, er fängt an mit seinem Voltenso. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das der Lead ist. Und unser Lead ist der fucking Avatar. Aber wenn er dann... Ich bin gespannt. Habe ich irgendwas für Käfer sonst? Ne, ich habe kein Lead sonst gegen so einen Zoroark. Ich muss soliden. Ich muss soliden, Leute. Ich muss soliden. Ich bin gespannt. Das fucking Finale. Nico hat echt krass starke Pokémon dabei. Aber wir sind ebenfalls nicht schlecht gerüstet, Leute. Also das Machado, da habe ich am meisten Angst vor. Und natürlich von dem Zoroark. Ich bin einer, der nicht immer Zoroark kommen sieht, sag ich mal so. Aber Zoroark kann Sash tragen, von daher... Bin ich gespannt und hoffe einfach mal, dass wir das Zoroark so schnell wie möglich sehen können. Und Machado natürlich so schnell wie möglich ausschalten. Holy, holy damn. Let's go, Alter. Let's go, Alter. Gaia. Gaia, Gaia, Gaia. Okay. Ich glaube fast, dass dieses Gaia kein Gaia ist. Obwohl, es kommt der Bedroher. Es ist ein Gaia. Es ist ein Gaia. Okay. Wir predikten jetzt einfach mal. Oder wollen wir nicht predikten? Eine Kehrtwende machte guten Damage auf uns, genauso wie ein Erdbeben, was nicht so gut ist. Deswegen sollten wir eigentlich rausgehen. Ich habe keinen Pokémon mit Schwebe dabei. Wow, Zero, du bist echt ein Held. Deswegen gehen wir raus auf Red Flash, denke ich einfach mal. Ja, wir gehen raus auf Red Flash. Puh. Erdbeben, sonstiges Kehrtwenden wollen wir nicht haben, von daher raus. Das macht nicht viel. Wir recovern durch die Überreste wieder ganz gut. Er hat jetzt aber die Switch Advantage. Was nicht so gut ist für uns. Mensch, 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 Nico. Ich hätte jetzt predicted halt auf Lamus, dass er auf Lamus rausgeht. Er hat mir die Finsteraura halt gedrückt. Aber so geht das natürlich nicht. Sparky. Okay, Sparky kommt. Sparky kriegt Damage vom Sandsturm. Und ob das Sparky ist, das wird wohl so sein. Und wir haben die Balls of Steel, würde ich sagen. Das wird Sparky sein. Und selbst wenn nicht, Despota ist der Lead. Er wird jetzt für den Donnerblitz gehen. Oder ist es halt wirklich das Zoroark und er geht auf den Fokusstoß? Es ist das Mega Voltenso. Okay. Wird auf den Wall Switch vielleicht einfach nur gehen? Bedroher kommt. Okay, das ist auch nicht wild. Es kommt der Wall Switch. Okay. Es kommt der Wall Switch. Ich wollte schon fast einfach rausgehen auf Blitzer, aber ich dachte, das wäre zu offensichtlich halt. Und auf Blitzer wollte ich halt kein Damage fressen. Und da ist das, glaube ich, auch gar nicht mal so bad. Aber wir fressen jedes Pokémon an. Das heißt, wir können uns das gut merken. Mal kommt Machado. Das ist auch Machado. Und Machado kann Nahkampf.
Und das wollen wir nicht. Machado kann Diebesschatten, Nahkampf, Schattenstoß. Alles physisch. Alles physisch. Alles ist physisch. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Unsere physische Wall des Todes. Red Flash. Let's go. Nahkampf kommt. Der macht... Oh, der macht doch ganz schön viel Damage. Tschüss, Alter. Das war mehr als gedacht. Das ist ein Live-Orb-Set, müssen wir aufschreiben. Live-Orb. Der hat Damage. Der hat Damage. Und der hat ebenfalls Damage. Kann nichts Großartiges machen. Außer mal schauen, vielleicht ein bisschen Damage draufballern. Das Ding ist, Xerox kann halt wirklich nicht großartig viel heute machen. Wie ich sehe. Es kassiert halt viel. Das ist halt sehr, sehr scheiße. Das ist halt schon sehr, sehr kacke. Okay, was macht Nico jetzt? Er geht raus. Okay, auf was gehst du? Auf Gaia. Und das ist Zoroark. Oder nicht? Nee, das andere hat Kehrtwende bekommen. Nee, das ist kein Zoroark. Wir hauen Patronhieb drauf. Und es hat die Leftovers. Okay. Und Leftovers. Wichtige Information, Leute. Wir gehen für den Roost. Tarnsteine kommen. Oh no. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ruheort. Erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Bam. Sandsturm legt sich. Okay. Er hat die Lefties. Er hat die Lefties. Wie kriegt dieses Ding am schnellsten kaputt? Okay, für eine Kehrtwende. Er hat gerade die Tarnsteine draußen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er geht für die Kehrtwende ebenfalls. Das heißt, wir kriegen das allererste Mal die Switch Advantage, was sehr, sehr gut für uns ist. Er wird, denke ich, einfach mal für Voltenso wieder gehen. Und für Voltenso haben wir... nicht viel. Nicht wirklich viel. Captain Toad geht er. Okay. Kehrtwende. Bam. Trifft neutral. Damage ist... Naja. Hätte besser sein können, sage ich mal so. Wir gehen raus. Auf Gentleman. Yes, man. Gentle fucking man. Wir haben Magiespiegel drauf. Das heißt, falls er auf irgendwelche Einschlaftrichter kommt, kannst du es knicken, Digga. Wir gehen für das. Und ich glaube, das weiß auch, dass wir das machen. Oder beziehungsweise, dass er nichts Großartiges machen kann gegen uns. Deswegen wird er switchen. Vielleicht auch mal Shadow. Hat ein Unlicht-Pokémon. Er hat Zoroark dabei. Ja, wir gehen für den Abschlag einfach. Es ist wichtig, dass wir Captain Toads Überreste weghauen. Wenn er... Ne, die Überreste hat er nicht da drauf. Die Überreste hat er nicht da drauf. Offensiv ist es wahrscheinlich. Er geht raus. Für Gaia wieder. Okay, dann hauen wir die Leftovers von dem Boy schon mal weg. Was nicht bad ist. Kriegen jetzt zwar... ja, ein bisschen Bedroher. Aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall safe schon mal unser Mega draußen mit dem Magiespiegel. Was mega wichtig ist, falls Hutzaza reinkommt und ein bisschen aufmocken will. Und wir machen einen Abschlag. Bam. Und der Damage ist miserabel, ey. Der ist halt nicht so gut, ne? Der ist halt nicht so gut. Demeteros T, boah, sollte uns das outspeeden? Ich denke schon fast. Ah, Demeteros hat, keine Ahnung, Init von über 100 bestimmt. Safe Call hat es nicht. Okay. Aber es kann eine Kehrtwende gegen uns drücken. Das ist halt scheiße. Deswegen gehen wir raus. Unser Kehrtwende-Monster und das ist Red Flash. Ich kann da nicht so viel switchen, weil er die Tarnsteine rausgehauen hat. Das ist halt ein bisschen eklig. Aber naja, so ist es halt, ne? Es kommt ein Erdbeben. Okay. Hat er mehr oder weniger predicted, der Junge?
Und Erdbeben wird uns sogar gleich noch rausnehmen können. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich! Wir gehen für den Roost. Ich glaube nicht, dass wir es überleben. Wenn wir es überleben, wäre es cool. Aber ich glaube nicht. Ja, doch, wir überleben es. Das ist klasse. Wir gehen für den Ruheort. Boosten uns ein bisschen hoch. Weil Titanstein hat uns rausgenommen. Von daher ist Ruheort das Beste, was wir machen können. Und falls er jetzt nochmal für ein Erdbeben gehen sollte, können wir wieder auf Roost klicken. Aber das kann er jetzt predicten, indem er auf Voltenso rausgeht. Das macht er, denke ich, auch. Deswegen gehen wir für eine Kehrtwende. Er geht jetzt nicht noch einmal für das Erdbeben. Er geht für einen Steinhagel jetzt. Okay. Vielleicht will er einen Flinch. Who knows? Wir gehen raus auf jeden Fall erstmal. Bam. Kratzen das Demeteros nach und nach an. Und ich glaube, Holz. Ah, ne, das Ding ist. Wir müssen normalerweise auf den Avatar. Aber. Das macht halt Damage. Das macht halt alles Damage! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ob das was wird, weiß ich nicht. Wir probieren es. Gehen auf Blitzer. Kriegen die spitzen Stacheln ab. Das ist in Ordnung. Und wir doublen jetzt. Oder wenn wir nicht doublen? Wir doublen nicht. Wir gehen einfach für die Kraftreserve. Wenn er jetzt für Lamus rausgeht, hat er vielleicht Angst, weil wir HP Gras haben. Ah, vielleicht geht auch einfach Hood Zaza jetzt raus. Ich hätte vielleicht doch auf World Switch klicken sollen. Er geht raus, ja. Er geht auf Captain Toad raus, ja. Kraftreserve kommt. Er weiß immer noch nicht, dass wir Kraftreserve Wasser haben. Okay. Okay. World Switch. Volt zu dem Switch. Vielleicht wird er jetzt einfach auf Matschbombe gehen. Wird drinnen bleiben, aber. Also Nico, sein Team ist echt gefährlich, muss ich sagen. Ey, das ist krass. Das ist schon krass. Und Zaza hat ebenfalls Damage. Mal eben markieren. Bam. Damage ist in Ordnung. War ein Crit, okay. Wollte gerade sagen, jetzt war ein bisschen viel. Raus! Gentleman. Ich habe schon überlegt, vielleicht einfach Despota reinzugehen, weil er Matschbombe jetzt macht, aber ich glaube nicht. Matschbombe doch, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh, thank God. Das ist nicht gut. Gentleman hat jetzt vor allem nichts mehr. Der wird durch Tarnstein jetzt draufgehen. Ich hätte einfach auf Despota switchen sollen. Das wäre ein besserer Play gewesen. Das wäre ein viel besserer Play gewesen. Er geht raus. Auf Sparky again. Okay. Machen wir jetzt nicht so den besten Damage. Aber wir kriegen Bedroher erstmal. Das ist scheiße. Zen-Kopfstoß kommt. Ist halt nichts. Wir können jetzt nur auf den Tiefschlag klicken. Was anderes können wir nicht tun. Tarnsteine nehmen uns raus. Und er geht für die Kraftreserve. Bam. Tschüss, Gentlemen. Das war's mit unserem Mega. Ich muss es mal irgendwie durchstreichen. Zack, zack.
Wir gehen jetzt raus auf UF Avatar. Puh, da ist der Avatar. Spitze Steine plus Sandsturm wieder. Okay, mein Boy. Okay, mein Boy. Dann geh mal raus. Auf dein Demeteros hoffentlich. Oder auf Hutzasa. Rotswitch, okay. Wie viel zieht das? Das sollte eigentlich nicht großartig ziehen. Genau. Auf was gehst du raus? Oh, er kann einfach auf Lamus raus, denke ich. Das Ding habe ich ganz vergessen wieder. Oh Mann, Leute, ich mache so viele Missplays des Todes. Das ist zum Kotzen. Ich hätte einfach Finstsauer klicken können. Weil Demeteros will jetzt nicht reinkommen. Oder wenn der jetzt denkt, dass ich Erdkräfte gedrückt habe, das wäre der obvious Play des Jahrtausends, Alter. Das wäre der obvious Play des Jahrtausends, ja. Ne, niemals. Niemals. Mongo. Oh, verdammt, Alter. Vielleicht kriegen wir einen Freeze. Ich predikte den Freeze. Ah, kein Freeze. Okay. Ein bisschen sad ist das schon. Weil Mongo geht gleich durch mein komplettes Team. Wie ein Monster. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gehen raus. Second Red Flash. Siehe, was da kommt. Ich will nämlich auch kein verbranntes Capo Bulu haben, von daher alles cool. Aber ich glaube, unser Capo Bulu kann gleich mächtig Damage rausrotzen, Leute. Ich glaube schon. Das war's nämlich gleich. Wenn wir das mal so angucken gleich bei Lamus. Digga, ich will einfach nur auf Lamus. Wir müssen speziell angreifen. Da ist Ronaldo der beste Play. Gehen wir raus auf Ronaldo. Kriegen wir Beast Damage. Hat er ein Boden-Pokémon oder irgendwas, was das abfängt? Nope. Hat er nicht. Doch, er hat Demeteros. Wir gehen für den Spukball. Er geht raus. Auf was? Captain Toad. Okay. Wie viel zieht das? Geht. Special Death Drop. Ist okay. Ronaldo ist leider auch bald tot. Da müssen wir aufpassen. Vielleicht geht er jetzt in Demeteros ja auch rein. Double Switch. Vielleicht hätte ich hart switchen sollen einfach. Ja, er macht. Er macht's. Nee, er macht's nicht. Okay. Ich muss das einfach tun wegen dem Special Death Drop, Leute. Und er hat eine Beere. Okay, welche Beere ist das? Lamba? Citrus, ne? Citrus. Das ist die Citrusbeere. Okay. Das heißt, Item tot. Das Item ist weg. Das Item ist ebenfalls auf ihm, Boy, weg. Er hätte mega. Lamus hat. Er zeigt seinen fucking Zoroark nicht, ne? Merkt ihr das? Er hat da keinen Bock zu. Er zeigt es einfach nicht. Ich glaube, aus der Range können wir so langsam. Ich habe keinen Bock, Megasauge zu fressen. Wir gehen auf unser Gechoice Terrakion. Matschbombe kommt. Das macht nicht so viel. So! Die Frage der Fragen. Steinhagel go. Wimmerbeheim Stollhagel go. Er geht raus. Demeteros. Mongo. Okay. Wie viel Damage zieht das? Über die Hälfte. Komm schon. Nein. Doch mit Sandsturm über die Hälfte. Nein, er legt sich.
Damn. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Ist gerade ein bisschen Anspannung hier, ey. Das ist richtig, richtig intens gerade, ey. Die Tatscheine werden das für ihn gewinnen. Okay, wie viel macht das? Das macht gar nicht mal so wenig. Finstaurer kommt. Das wird ihn nicht töten. Oder doch? Nein, aber okay, es geht double. Das heißt, Lamos ist down. Durch den Sandsturm. Wir haben wenigstens ein Pokémon besiegt von Nico, seinem Team. Was laber ich da, ey? Wir sind schon minus 3 und er ist noch mit 5 Pokémon unterwegs. Von dem Meteoros angeschlagen ist, Voltenso angeschlagen ist, Captain Toad angeschlagen ist. Was wählen wir? Das Beste, was wir machen können, wäre tatsächlich Ronaldo, weil Ronaldo alles outspeedet. Aber mit Diebesschatten wären wir getötet da. Oder ich setze Holzi einfach ein. Holzi mit Powerhouse. Unsere Geheimwaffe kommt jetzt. Holz. Holz got real. Was setzt du ein? Gaia. Okay, boy. Ich bin gespannt. Grasfeld Easter. Boah, Leute. Das kann spannend werden jetzt. Ich glaube, ich drücke einfach auf den Holzhammer. Das wäre der Play. Ach, wir sind minus 1 jetzt, ne? Oh, damn. Scheißegal, wir müssen auf den Holzhammer gehen. Holz, fucking Hammer! Boom! Das hält er aus. Und wir kommen zur Kehrtwende. Und... Ach du Heilige! Das wird jetzt ein Spaß. Oh, Hutzaza. Ah ja, stimmt. Switch. Ja. Das ist scheiße. Stimmt, das Ding hat Belebekraft drauf. Oh, damn. Der eklige Boy. Ich habe doch keinen Switch mehr jetzt, ne? Er wird jetzt für den Gigasauger gehen. Das Match haben wir verloren, Leute. Er wird für den Gigasauger gehen, dann habe ich auf meinen... Warte mal. Habe ich noch eine Chance vielleicht? Mit UFC kann ich nichts mehr reißen, weil der Typ halt zu langsam ist. Oder vielleicht doch? UFC outspeedet Demeteros. Trifft Demeteros auch. Ja, ich glaube, das war's. Wir müssen auf dem Holzhammer halt gehen. Er geht für den Gigasauger. Geht er? Er geht für den Delegator. Oh, fuck. Okay, Snap. Okay, Snap. Oh, damn, Snap. Matchbomb bekommt. Ja. Aber der Gigasauger und die Vergiftung. Okay, die war jetzt nicht so krass. Er legt sich der Sandsturm. Gerade ein bisschen unpassend, muss ich sagen. Ist nicht so toll. Das ist gerade weniger toll, das stimmt. Ja, Jungs und Mädels, wir haben das Match auf jeden Fall verloren. Wir können nichts Großartiges machen. Ein Crit, der uns leider nichts bringt.
Gigasauger kommt und der recovert sich komplett. Ah, das Ding ist so ein ekliges Monster, Hutzaza. So ein ekliges Monster. Aber ich kann leider nichts dagegen machen. Absolut nichts. Nope. Leider nicht, Leute. Leider nicht. Hätte nicht sollen sein. Aber wir haben es weit geschafft. Das ist die Hauptsache, wie ich finde. Wir haben es bis zu dem Big Boss nach oben geschafft. Ich habe selber nicht dran geglaubt, aber... Nee, Nikos Team war halt einfach doch wohl zu gut für uns. Zu stark für mich vielleicht einfach. Ich weiß es nicht. Und er hat auch einfach besser gespielt, muss man einfach sagen. Von daher, Nico, G fucking G. Alles cool, alles top. Hab dich trotzdem lieb. Damn, damn, damn. Ich kann überlegen. Ich habe Kraftkoloss, Steinkante... Ja, das Grasfeld ist jetzt wieder verschwunden. Das wollte ich halt eigentlich, dass wir wieder das Grasfeld rausbekommen. Aber ihr seht ja selbst, wir machen kein Damage. Wir machen kein Damage. Wir kriegen Stein-Damage. Jetzt kommt noch das Grasfeld wieder raus. Er hat die Matschbombe und Matschbombe ist halt eine vierfach effektive Attacke, die halt ganz gut ist. Ne? Wir können doch vielleicht hoffen, dass wir mit Steinkante treffen, aber hey, mein Gott. Das wird ihn ja auch nicht dran hintern, sag ich mal. Vielleicht setzt er den mit Heros ein. Sparky. Okay. Will er mich total disrespecten jetzt? Oder was geht jetzt hier ab? Vielleicht treffen wir nicht mal mit Steinkante. Das wäre total geil. Ne, wir treffen wenigstens. Ja, dann haben wir wenigstens noch einen Kill geschenkt, der nette Boy. Nico, was soll das? Was soll das? Hattest du Angst, dass du einen Crit vielleicht kassierst auf deinen Captain? Dein Captain Toad? Naja, Leute, aber das ist nicht mehr zu gewinnen. Ah, er wollte... Ah, Belebekraft, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Alles cool, Leute. Steinkante kommt. Und da kommt die Matschbombe. Und... GG! Das war's, Leute. Trial Challenge ist vorbei. Aber egal, Leute. Vielen Dank an alle, die das hier auch geschaut haben, die es hier verfolgt haben. Vielleicht werde ich gegen den Nico noch einmal kämpfen irgendwann. Wer weiß. Aber ja, Leute, wir sehen uns wieder zu einem weiteren Wi-Fi-Battle oder sonst was. Bestimmt mal wieder. Ich bin raus. Grüße gehen raus an Nico und ciao.